Ja, hallo liebe Freunde und willkommen hier zu einem weiteren Age Game und zwar Happy Summer. Happy Summer wird präsentiert von, ihr lest es auch unten, links in der Ecke, Craziest Games. Cooles Game, schönes Spiel, beruhigendes Spiel, kein stressiges Spiel, außer ihr habt ein bisschen Geldnot. Ansonsten ist das Spiel eine ziemlich coole Dating Simulation Game, auf den Knuffi-Style. Aber das ist halt bei dem Spiel wirklich so drin. Wir spielen aber mal direkt ein neues Spiel an. Wir können Standard oder Free spielen. In Free-Modus habt ihr das übrigens über, dass ihr eure Bedürfnisse nicht runterkriegen müsst und dies und das alles und euch auch keine Sorgen um die Kohle machen müsstet. Deswegen, also für Neulinge würde ich auf alle Fälle den Standard-Modus sehr empfehlen. Für alle wiederkehrenden Leute den Free-Modus, wenn sie sich nicht mehr darüber abrappeln wollen oder halt eben den Content aufladen möchten. Also es gibt diese beiden Optionen zur Möglichkeit. Ich spiele aber den Standard-Modus. Weil ich finde den Standardmodus, ja, ein bisschen was zu tun möchte ich auch gerne haben. So, das sind wir. Wir sind Ben. Das ist Rosie, ist your, keine Ahnung, also was wäre Rosie jetzt? Friend? My girl. So, and Rosie call you Big B. So, könnt ihr alles einstellen. Ne? Lucy, Lucky is your, oh my girl. So, call you auch Big B. So, Big Ben. So, natürlich, was denkt ihr denn? Ha? Und die Story beginnt. Wir wachen also auf. Deswegen sage ich die Knuffi-Szene hier. Rosie ist mehr, das ganze Game ist mehr so eine Art Knuffi-Szene umgesetzt worden. Mehr so eine ganze Visual Novel mit, auch mit Simulation mit drin. Ihr seht selber, was ihr hier an Simulationen halt eben habt. Ihr würdet auf, mal auf Toilette gehen, essen, Fun haben, duschen und das Dating System. Über das Dating System kann ich euch schon mal so viel erzählen. Es dauert einige Zeit, bis ihr. Also, das Spiel ist nicht so, dass es super schnell geht, sondern es zieht ziemlich an Zeit. Am Anfang geht das alles noch relativ flott von der Bühne weg. Nachher ist es dann eben halt so, sind. Also, ihr müsst spezielle Events absolvieren bei den. Bei Rosie oder bei Lucy nachher. Um eben halt bei ihrem Ansehen eben halt auf den nächsten Level zu steigen. Dann aktiviert sich automatisch ein Special Event und ihr seid dann in Stufe 2. Und das Ganze kann ich euch jetzt ja mal eben ganz kurz, wenn ich hier wieder rauskomme, präsentieren. Wenn er mich rauslassen möchte, möchte er. Danke. So, fahr das bitte mal rein, wir gehen back. So, Rosie ist downstairs, da gehen wir auch erstmal gleich hin, ins Breakfast-Menü, da machen wir uns ein schönes Essen fertig. Yuppie, yuppie, downstairs und give achso, wir sollen ihr das Geschenk geben, das ist der Teddy hier hinten. Es ist wirklich Knuffi-Simulator. Ja, also, das Einzige, was euch eben halt stressen könnte, wäre das Thema eben halt, dass ihr mit der Kohle nachher ein paar Probleme bekommen könntet. Ihr müsst, glaube ich, in der Woche, ich bin mir nicht sicher, 750 verdienen. Ich glaube aber ja, $750 müssen wir ungefähr verdienen, damit wir das Ganze dann eben halt hingekommen. So, ihr Geburtstag ist auch. Wie viele Kerzen stehen denn da? 2, 4, 6, 8? Oh my goodness. Wenn ich das so nach den Kerzen berechnen darf, bin ich echt im Arsch. So, Erdbeertorte. Was Leckeres, aber die sah erst nach Konditor aus. So, Need Store by Right. Jetzt müssen wir ein bisschen Geld verdienen. So, wie ich ja schon gesagt habe, ist es so, dass wir Money verdienen müssen. Und ihr seht jetzt, hier haben wir zum Beispiel schon einen Pluspunkt bei Rose bekommen. 750 war das die Woche. Ihr müsst $750 die Woche verdienen, damit ihr die Miete bezahlen könnt für das Haus. Dann habt ihr noch das Thema, es kommen zwischendurch noch so ein paar Events auf, wo ihr natürlich auch noch Sachen für die Damen kaufen müsst. Relativ selten, aber sie kommen. Deswegen, wie gesagt, also dann habt ihr hier noch diesen Happy Skala. Das ist dieser Balken, zeigt euch an, wie glücklich ihr im Moment seid. Wenn ihr im Mood seid, dann macht ihr auch keine bestimmten Sachen mehr. Also ihr sprecht nicht mehr mit ihr oder dies oder das. Ich weiß gar nicht, ist sie jetzt auf Toilette? Ich glaube ja. Die haben so ihre bestimmten Tagesabläufe, wo sie was machen. Na, also jetzt zum Beispiel, hier sitzt sie da und liest, ne? Und da kommt eben halt gleich der Nächste
Watch TV Together. Ihr seht schon, da gibt es einen Point oben drauf. Das ist ein X, ein blaues X mit hinten gewesen. Das heißt also, das findet sie sehr gut, wenn die Zebras da erstmal ihre Spielchen machen. Nebenbei noch ein paar Pillen reinschmeißen und das Leben ist wunderbar. Automatisch, wie gesagt, die ist jetzt zum Beispiel, glaube ich, wo ist sie denn jetzt? Oh. Was machst du da? Blumen gießen. Ja, ja, und dann in so einer Pose. Ja, habe ich richtig gesehen, ne? So, und wir gucken einfach mal ganz kurz, wie wir bei Rosie im Moment stehen. 21%, also diese drei Dinge haben uns 21% gebracht. Mahlzeit! Ich habe ja gesagt, das Spiel zieht sich langsam dahin. Es ist ein ruhiges Spiel. Es ist ein etwas langziger, also das Spiel nimmt sich Zeit sehr. Da muss man ja wissen, wo man das mag. Es nimmt sich sehr viel Zeit mit euch und führt euch langsam in die nächsten Events rein. Deswegen, wenn ihr dieses Spiel spielen wollt, bringt auf alle Fälle ein bisschen Zeit mit, weil die werdet ihr definitiv nötig haben. So, jetzt müssten wir eigentlich mal. Müssen eigentlich nächstes Mal duschen, aber ich weiß, sie ist morgens da und duscht. Deswegen haue ich mir jetzt einfach mal schon mal was zu futtern in den Backen. Gehe dann raus. So 750 haben sie gesagt. 1200. So, wenn wir jetzt am Arbeiten sind, wir können einfach hart arbeiten oder leicht arbeiten. Je nachdem. Zombie Summer habe ich zum Beispiel, das ist neu, das habe ich noch gar nicht gespielt. 200 bis 80 Dollar. Ne, könnt ihr dann eben halt in den ganzen Game, könnt ihr dann eben halt an dieser Zeit erwirtschaften. Work hard, kann ich euch auch mal zeigen. Geht die Zeit einfach schneller weg. Wir haben jetzt 200 Dollar verdient. Und wir haben jetzt schon mittags. Rosie ist, glaube ich, jetzt auf dem Klo am Durchseilen. Naja. Wir können jetzt eine Showering machen. Take a shower. So haben wir mal eben ganz kurz mal die Dusche rangeschmissen. So fühlen wir uns ein bisschen wohler. Und jeder Zug, den ihr macht, verbraucht halt einen Zeitplantag. Ne? Ihr merkt selber, jetzt müsste sie zum Beispiel wieder hier sein. Da wir jetzt was machen müssen, gucken wir gleich mal mit ihr wieder Together TV. Weil wir müssen ja auch mit Rosie ein bisschen in Gang kommen. Und wie gesagt, an jedem Wochenende müsst ihr dann ungefähr echt gucken, dass ihr genug Holz auf der Schippe habt, um das Game so gesehen frei zu machen. Dafür gibt es aber auch extra, aber auch den Modus, den Free-Modus. Ne? Wenn ihr euch darum keine Sorgen machen wollt, auch um euren Mut und dies und das alles keine Sorgen machen wollt, sondern voll durchklotzen wollt wie die Irren, dann spielt den Modus am besten. Aber ich würde eher wirklich am Anfang zu diesem Modus tendieren, weil er einfach mehr Spaß macht. Er macht wirklich mehr Fun, weil ihr habt wirklich das Bedürfnis oder ihr habt wirklich das Gefühl nachher, wenn ihr diesen Modus erstmal gespielt habt und ihr euch die Zeit dafür genommen habt, hey cool, ich habe wirklich was erreicht. Ich bin wirklich eine Runde weitergekommen, ich habe wirklich was erreicht, ohne zu cheaten oder dies und das alles. Deswegen kann ich euch nur zu diesem Modus empfehlen. Gerade für Neueinsteiger ist dieser Modus immer ziemlich cool. Ne? So, ihr solltet mal normalerweise nochmal worken geben. Er hat 280 verdient. That's okay. Sind ja schon mal gut dabei. 1530, 750. Ja gut, das ist eine ganze Menge Holz, die nachher wegfliegt, ne? Aber, naja, was soll's, ne? Wir kriegen schon hin. So, ist sie noch am Pennen? Nee, jetzt ist sie unter der Dusche. Ja, man hört's auch, dass sie unter der Dusche ist. So, das heißt, man könnte sich jetzt überlegen, zu frühstücken. Und das ist einfach der ganze Ablauf. Wenn ihr Rosie nachher die 1 durch habt, vielleicht spielen wir das mal schnell nochmal durch. Jetzt müsste sie im Zimmer sitzen, ne? Ja. Können wir mit ihr noch ein bisschen labern. Erst gebaute Gym, genau. Da brauchst du nämlich noch Gym-Klamotten, die wir kaufen müssen. Talk about your friends. Bla bla bla. Bringt eigentlich nicht viel. Ihr seht selber, was nur am meisten bringt. Watch TV Together. Jetzt ist sie unten, wartet auf uns und wir können mit ihr nochmal zusammen eine TV gucken. Die News ansehen. Was will man nicht anderes mehr sehen? Das ist doch das Beste. Mensch, die Girlies stehen auf die News. Und hier könnt ihr jetzt Sportswear kaufen für 270 Tacken. Deswegen sage ich euch ja, ihr müsst ein bisschen aufpassen, wie das mit dem Geld aussieht. Ne? Es ist nicht ratsam, wenn ihr den Modus spielt, immer gleich im Vordergrund zu hauen, dass ihr dann auf alle Fälle immer Kohle ausschmeißt. Sondern ihr müsst auch ein bisschen wirklich gucken, dass ihr mit der Kohle ein bisschen hantiert, ein bisschen aufpasst. Haben wir, glaube ich, schon. Ne? Ja, gut, dann nicht. Dann bleibt blank. Dann work ich eine Runde. Hau nochmal die 200 wieder zusammen. Und hab wieder ein bisschen Geld wieder zusammengefarmt. So, am nächsten Tag kommen dann die Sportkleidungen. Wir gehen ab in den Sleeping Room. Schlafen ein bisschen. Denn dann kann ich euch nämlich gleich schon mal ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das mit der Map aussieht. So, morgens müsste sie hier nicht drin sein. Ja, ihr seht ja, das ist zum Beispiel so ein Stand, wo ich sage, denen geht's nicht gut.
Er wird auch irgendwann mal krank. Ganz kurz davor weg. Er wird irgendwann mal krank. Das Ganze zieht sich, glaube ich, über 2-3 Tage, dass er krank ist. Und dann könnt ihr absolut gar nichts im Spiel machen, als diese Krankheitstage irgendwie rumzukriegen. Häuft dafür ein bisschen Kohle an. Nur ein kleiner Tipp von mir. Ich glaube, Worken macht er noch. Nee, Worken macht er nicht, weil er einfach krank ist. Häuft dafür ein bisschen Kohle an. Ne? Ist wichtig, dass ihr das auf alle Fälle machen. So, jetzt haben wir das auf alle Fälle geschafft. Jetzt können wir ihr auch gleich das Sportzeug geben. Das wird sie auch gleich anziehen. Sehr schön. Zieh das mal an. Hast du angezogen? Oh, Rosie changed. Wie soll ich schneller, Mann? Wollen wir die denn hier? Geh im Pinkeln. Derzeit, wo die dann am Changen ist, kann ich ja pissen gehen. So, da ist sie fertig. Angezogen. Sieht gut aus. Gibt's ein Küsschen auf die Bäckchen. Und wir können jetzt mit ihr auch noch zum Sport gehen. Wie gesagt, wenn wir das Backpack machen und sagen, go to the gym with Rosie, können wir mit ihr auch nochmal zum Gym gehen. So, damit müssen wir sie einfach nochmal callen. Jo, komm mit. Mach die Hütten klar, wir wollen zum Sport. Mal ein bisschen was machen hier. Unser Weihnachtsspecken mal abtrainieren. Dann habt ihr hier schon mal die Map, die ich euch schon mal zeigen kann, so ein bisschen. Ihr habt den Park, ihr habt das Motel. Es werden noch ein paar andere Sachen wie Library. Hier zum Beispiel, es sind eigentlich alle Sachen offen. Beach ist offen, Home ist offen. Gym ist offen, Library ist offen, Café ist offen, Hotel ist offen und Park ist offen. Sehr schön. Was anderes wüsste ich jetzt noch nicht ganz genau. Spiel wird auch nicht relativ regelmäßig geupdatet. Ist eigentlich so, ich sag ja den Knuffi-Style-Modus eher. Ja, aber mir gefällt's. Es ist auf alle Fälle echt cool gemacht. So, wir gehen einfach trainieren. Dann sehen wir sie mal, wie sie am Laufen ist. Continue, yes, weil wir brauchen sowieso nicht mehr machen. Sie ist gut durchgesweatet. Ich auch. Und wir bekommen wieder den nächsten Point mit Rosie wieder drauf. So, dann können wir wieder zurück nach Hause gehen. Wir machen die Wäsche. Warum auch nicht. Und wie weit sind wir schon bei ihr jetzt gekommen? 64. Ey Leute, ich sag, das Spiel ist wirklich so, als wo wir sagen, wow. Wow. Time is gonna change. Yes. Was hätten wir jetzt noch zu tun? Hunger haben wir. Wollen wir nochmal eben schnell... Ah, take a diner. Ja, hau dir was rein. Nicht immer nur Toastbrot. Da gibt es ein paar leckere Schmacko-Fazzi-Böhnchen. Damit es heute Nacht auch immer schön ein Tönchen gibt, ey. So. Ist es gezahlt worden? Nee, hat er, glaube ich, gesagt, was wir bald die Rent zahlen müssen. So, wir gucken nochmal. Duschen könnte er nochmal eben schnell abduschen hier. Blub, blub, blub. Duscht ist er, frisch ist er auch. Gleich kommt Rosie und will hier rein. Da müssen wir schon mal abhauen. Denn sie ist jetzt nicht am Duschen. Komm, hau ich nochmal eben ganz kurz $200 in die Kasten wieder rein, damit wir ein bisschen mehr Kohle wieder haben. Jetzt müsste ich aus der ganzen Devise auch mit einem Plus rausgeben. Sehr schön. Sie ist nicht da, sie sitzt wieder im Zimmer. Nee, ist auf dem Scheißhaus, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, um 12 ist sie immer auf dem Scheißhaus. Wir müssen mal... Können wir müssen Fernsehen gucken. Können wir dann nochmal haben. Scheißhaus ist sie. Komm, ich mache einen Lunch. Brauchen wir ja was Festes zwischen der Backen hier. Weil ich weiß, sie ist sowieso gleich hier unten. Dann können wir das mal nicht gleich auch verbinden und mit ihr zusammen etwas Fernsehen gucken. TV-Food together. So spielt sich halt das ganze Spiel. In euren Leben treten dann, nachdem ihr mit Rosie eben halt es geschafft habt, etwas... den Herzensbalken auf 1 zu bekommen, treten halt noch jemand, die ihr am Anfang noch gespielt habt, tritt dann eben auch in euer Leben mit ein. Und es gibt mehr zu tun. Nicht nur Rosie ist dann da, sondern sie auch noch. Die andere, wie hieß sie nochmal? Lucy? Lucy. Ich glaube, sie ist Lucy. Ich glaube, jetzt müsste die noch pennen. Genau, die pennt. Es gibt irgendwann noch so ein Unterhosen-Event, was ihr euch dann noch gönnen müsst. Da müsst ihr die Unterhose von ihr noch finden. Ich kann euch jetzt nicht genau was über den Late-Content erzählen, weil in Late-Content war ich jetzt selber auch schon etwas länger nicht mehr. Ich weiß auf alle Fälle, dass die Age-Scenes wirklich sehr gut gemacht worden sind. Aber da muss ich schon echt sagen, also beim Age-Scene-mäßig ist das echt gut gemacht worden hier. Bei Summer Holiday... Ja, wir haben den Game. Also es hat wirklich sehr gute Age-Games. Also Age-Scenes. Age-Games auch, aber Age-Scenes hat es wirklich sehr gute. Kann ich mich echt nicht beschweren. Also die sind echt gut gemacht.
Wie gesagt, es wird immer regelmäßig etwas entwickelt bei den Game. Nicht sehr häufig, aber es kommt immer wieder ein paar neue Updates mit dazu, was ich an dem Spiel auch echt cool finde. Es macht einfach irgendwie Fun. Es ist interessant oder es macht Spaß, einfach mal so zwischendurch so ein bisschen mal das Game einfach zu spielen. Das Einzige, was man halt als Pro und Contra in das Game wirklich mit reinpacken könnte, ist das, dass man sich manchmal auch wirklich sehr monoton fühlt, dass es zu einseitig nachher wird, weil erstmal, bis das erstmal hoch ist, das dauert alles ein bisschen zu lang. Man hätte vielleicht den Bereich ein bisschen kürzer halten können, aber ich denke mal, der Entwickler wollte gerne, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt für das Spiel. Das tut man auch auf alle Fälle. Also ich kann nicht sagen, dass man sich hier keine Zeit für nehmen will, weil wir haben jetzt, was haben wir gerade gesagt, wie viel hatten wir? Da müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken, aber ich glaube, lass uns mal ganz kurz gucken. Wie viel hatten wir jetzt mit ihr? 52. Passt auf, jetzt gehen wir mal mit ihr Fernseh gucken. Das ist ja wieder etwas, was wir machen sollten. So, dann gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Und gucken mal, wie viel wir jetzt haben. Wir gucken mal rauf. Wir haben jetzt 58. Ja, es ist mager, ne? Aber es ist okay. So, hier gießt sie wieder meine Blumen wieder ab. 58. Nächster Point draufgekriegt. Das müssen wir, glaube ich, schon bei 63 sein. Und wir müssen das Ganze bis 100 wirklich durchspielen, damit wir erst die nächste Szene frei bekommen. Na, so, jetzt haben wir die jetzt payen wir 750 Tacken. Jetzt haben wir noch 1100 noch über. Also, ja, es läuft. Man kann es schaffen, also auch die Woche ganz gut hinzuhalten. Ne? Jo. Müsst ihr wissen, gefällt euch das Game, gefällt es euch nicht? Ich finde es ganz okay, also es macht schon Spaß. Wie gesagt, wenn man das mit einem Ton ein bisschen abschalten könnte, wenn es ein bisschen schneller gehen würde, würde es mir persönlich ein bisschen mehr gefallen. Aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam und ziemlich cool. Es macht schon Spaß. Ich würde auf alle Fälle aber trotzdem jedem empfehlen, der das Spiel noch nicht gezockt hat, im Standardmodus zu spielen. Weil euch sonst wird euch, sonst lauft ihr hier wirklich wie ein nur am Kreis. Und irgendwie hat das dann irgendwie den ganzen Charme dann verloren, wenn ihr euch nur im Kreis dreht. Auf diesem Wege danke ich euch sehr fürs Zusehen und wünsche euch einen schönen Abend, schöne Nacht, schönen Tag, wann immer ihr auch das Video gesehen habt und bis zum nächsten Mal.